I am the Jochen und das ist der Frühsport für Mittwoch, den 1. Februar 2023. Schönen guten Morgen. Es ist endlich wieder soweit. Was haben wir alle drauf gewartet? Die FIFA Club WM beginnt wieder. Tolle Sache, oder? Diesmal in Marokko findet sie statt und wir suchen die beste Fußballmannschaft der Welt. Dafür treten an die Sieger der kontinentalen Clubwettbewerbe. Das heißt, Real Madrid vertritt die UEFA, ist dabei als europäischer Champions League-Sieger. Dann haben wir mit am Start die Seattle Sounders als Sieger der CONCACAF Champions League in Nord- und Mittelamerika. Aus Südamerika kommt Flamengo Rio de Janeiro, die haben die Copa Libertadores gewonnen. Dann haben wir aus der ozeanischen Champions League Auckland City, die sich qualifiziert haben. Dann haben wir aus der asiatischen Champions League. Da hat sich einiges verschoben, Corona-bedingt, deswegen ist sie noch nicht fertig. Deswegen hat der asiatische Fußballverband gesagt, wir nominieren einfach mal ein Team. Und geworden ist es Al-Hilal aus Saudi-Arabien, die machen mit. Dann haben wir Wydad Casablanca, das ist der Sieger der afrikanischen Champions League. Und die sind aber auch Gastgeber aus Marokko. Und deswegen hat man gesagt, kommt Afrika, dann nominiert doch einfach noch euren Finalisten aus der Champions League mit dazu. Haben sie gemacht. Al-Ahli aus Kairo kommt noch mit dazu. Habe ich alle genannt. Auckland City, habe ich schon gesagt. Ja, das müssten sie alle gewesen sein. Ein erlesenes Feld von Teams. Ich kann auf Anhieb euch keinen Spieler benennen von Auckland City, von Al-Ahli, von Al-Hilal, von Casablanca. Aber es sind die besten Teams der Welt. Das muss man so sagen. Zumindest noch, denn Infantino baut ja daran, das Ding noch größer aufzuziehen in Zukunft. Da werden wir dann ein Riesenturnier bekommen mit zig Teams. Vielleicht, den Plan gab es ja schon mal, aber er hängt noch in der Luft so ein bisschen. Und das Ganze ist natürlich wie immer ein K.O.-Turnier in vier Runden, wobei einige Teams, nämlich die ganz großen, Real Madrid und Flamengo, erst in der vorletzten Runde einsteigen. So lange können die anderen schon mal dann spielen. Das heißt, wenn zum Beispiel Auckland City das Ding gewinnen will, müssen sie vier Spiele absolvieren, Real Madrid nur zwei. Ist ein komisches Format, aber was wir machen, erstes Spiel jetzt jedenfalls erstmal das einzige Erstrundenspiel, was es gibt, weil wir haben sieben Teilnehmer, die müssen wir erstmal auf sechs reduzieren und dazu gibt es das Spiel Al-Ahli gegen Auckland City. Jo, müsst, also muss man glaube ich nicht sehen. Ich erzähle euch, wie es ausgegangen ist und dann ist auch gut, reicht, würde ich mal sagen. Aber Fußball und Basketball sind trotzdem die Themen, die uns hier beschäftigen in diesen Minuten und Stunden, an diesem Tag, um genau zu sein. Bin noch ein bisschen fassungslos über dieses dubiose Eigentor gestern von Mavropanos vom VfB in Paderborn. Weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aus irgendwie knapp 50 Metern Torentfernung schießt er ein Eigentor hinten rein. Guckt es euch mal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ist auf irgendeine faszinierende Weise schon auch ein schönes Tor. Naja, mal gucken. Der DFB-Pokal geht jedenfalls heute weiter mit zwei Spielen. Und zwar gibt es Leipzig gegen Hoffenheim. Das Ganze ab 18 Uhr live auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Co. Und um 20:45 Uhr dann Mainz gegen die Bayern. Das gibt es auf all den genannten Sky-Kanälen und im ersten bei Sportschau. Live gibt es das Ding auch zu sehen. Mainz gegen die Bayern. Wie ist die Prognose? Naja, die Bayern zuletzt dreimal unentschieden, aber ja, das werden sie gewinnen im Pokal. Also ich glaube, Mainz ist so ein Ort, wo man dann auch seine Krise so ein bisschen wieder beenden sollte. Um ehrlich zu sein. Aber Leipzig-Hoffenheim, finde ich, ist durchaus offen. So. Sagen wir noch, IFL Cup, das zweite Halbfinal-Rückspiel gibt es. Das ist aber auch schon eigentlich durch. Manchester United gegen Nottingham Forest. Da steht es 3-0 schon nach dem Hinspiel für United. Da dürfte nichts mehr anbrennen, glaube ich. Das gibt es auf jeden Fall zu sehen am Abend auf DAZN über Sport Digital um 21 Uhr. So, die französische Liga haut immer dann mal rein, wenn sie einen Wochenspieltag hat. Kloppen sie die mittwochs durch in zwei Blöcken. Nichts von wegen hier wie in Spanien, da 10 Anstoßzeiten für 10 Spiele. Nein. In Frankreich ein Abend, fünf Spiele um 19 Uhr, fünf Spiele um 21 Uhr. Und DAZN pickt sich so ein bisschen die Rosinen raus. Was haben wir da zum Beispiel für euch? Wir haben um 19 Uhr Olympique Marseille zu Gast in Nantes. Und wir haben um 21 Uhr PSG zu Gast bei Montpellier. Monaco gegen Auxerre und Lens gegen Nizza. Das wäre aus Frankreich im Angebot, aber das ist eben Liga. Und kein Pokal. Pokal gibt es dafür wieder in Italien, Coppa Italia, 18 Uhr AC Florenz gegen den FC Turin und um 21 Uhr die AS Roma gegen Cremonese. Beide Spiele live ebenfalls auf DAZN zu sehen. Dann gibt es noch ein Nachholspiel aus Spanien, Betis Sevilla gegen den FC Barcelona, den Tabellenführer, 21 Uhr, auch das auf DAZN. Also man kann auf DAZN sich einen gemütlichen Abend. Haben die noch diese. Die hatten doch mal diese Option, dass man sich so seine eigene
Konferenz einstellen kann. Habe ich nie probiert. Hat das jemand getestet? Da gab ich mal eine Werbung für gesehen, dass man sich irgendwie Spiele auswählen kann. Und dann guckt man eins und wenn bei einem der anderen Spiele was passiert, gibt es eine Nachricht. So habe ich es damals verstanden. Ich weiß nicht, vielleicht gucke ich mal da, ob ich das hinkriege. Das müsste ich mal investigativ rausfinden, ob das funktioniert. Wenn ihr es wisst, schreibt mir die Kommentare rein, diese Selfmade-Konferenz oder was es ist oder wie man sich das vorstellen muss. Ich habe es nie probiert, aber heute Abend werde ich es vielleicht mal testen, weil da sind so viele Spiele parallel. Da kann man das ja mal antesten. So, wer sagte, so ein Fußball international ist doch wurscht? Also ist ja kein internationaler Fußball, also auch. Aber ist nationaler Fußball aus anderen Ländern? Wer sagt, Fußball kommen, heute Abend brauche ich das gar nicht. Ich gucke Basketball. Da gibt es wieder diese Unzahl an Europapokalwettbewerben und ganz viele Spiele mit deutscher Beteiligung. Unter anderem eins für Menschen, die nur Magenta TV haben und keinen Magenta Sport. Da gibt es nämlich auf Magenta Sport wieder eine Partie um 19:30 Uhr. Und das ist vom Namen her schon sehr klangvoll. Ratiopharm Ulm gegen Fruti Extra Bursaspor. Also das sind Sponsoren für die Ewigkeit, würde ich sagen. 19:30 Uhr gibt es das Ding aus dem Eurocup, ich muss aufpassen, dass ich den Namen richtig sage. Im Eurocup ist der aktuelle Stand, haben wir halt gerade mal eine Minute, um mal drauf zu gucken. Im Eurocup wird in 10er-Gruppen die Vorrunde gespielt, 18 Spieltage. Das ist stramm. Und Ratiopharm Ulm liegt auf Platz 5 und von diesen 10 Teams kommen dann 8 in die K.O.-Runde. Und zwei scheiden aus nach 18 Spieltagen. Das ist mal eine Quote. Ratiopharm Ulm momentan also auf Platz 5. Und haben schon was haben wir, 12 Spiele haben sie rum von 18, also zwei Drittel, und haben momentan 3 Siege Vorsprung auf die beiden Nicht-Qualifikationsplätze. Die Hamburg Towers übrigens spielen in der anderen Gruppe, die haben gestern Abend verloren gegen Prometheus Patras. Die sind noch einen Sieg Vorsprung auf die Nicht-Qualifikationsplätze. Da wird es enger auf jeden Fall als bei Ratiopharm Ulm. Aber wer Bock drauf hat, guckt mal rein. 19:30 Uhr Basketball für Umme, wenn ihr Magenta TV habt. Ich habe ja vielleicht nichts. Aber Basketball für Umme gibt es übrigens auch in der Basketball Champions League. Da gibt es Telekom Baskets Bonn um 20:45 Uhr in Manresa. Das Ganze zu sehen, wenn ihr mögt, auf YouTube-Kanal Basketball Champions League. Und da stehen die Telekom Baskets Bonn nach dem ersten Spieltag mit einer reinen Weste da, mit einer weißen Weste, ein Spiel, ein Sieg. Und jetzt gegen Manresa, die ebenfalls so dastehen. Nee, das sind Vierergruppen. Und da gibt es noch weitere Spieltage, da ist noch lange nichts passiert. So, ebenfalls auf YouTube gibt es aus dem Europe Cup, das ist aber der andere Kanal, das ist FIBA Basketball wiederum. Da haben wir den 5. Spieltag anstehen für die deutschen Teams auch. Und zwar haben wir einmal Brose Bamberg, die kämpfen tatsächlich gegen Keravnos. Bamberg 2 Siege bisher, Oradea 2 Siege, Keravnos 1 Sieg. Das ist noch sehr, sehr eng und sehr umkämpft in dieser Gruppe. Da müssen wir Daumen drücken oder auch nicht. 20 Uhr Bamberg am Start auf dem YouTube-Kanal und schon um 19 Uhr gibt es Crailsheim. Bei denen ist es ähnlich spannend. Die haben auch 2 Siege nach 4 Spielen, Den Bosch eine und Kalev eine. Und gegen Kalev geht es um 19 Uhr. Also ein ganz wichtiges Spiel auch für Crailsheim. Das aus dem Europe Cup und dann gibt es noch die Euro League. Das ist um 20 Uhr mit Alba Berlin gegen Monaco besetzt. Da ist es so, wir haben ja diese riesen 18er-Gruppe mit 34 Vorrundenspieltagen, bevor es dann in die K.O.-Runde geht. Und da ist Alba Berlin aber letzter mit 6 Siegen aus 21 Spielen. Und ob das noch was wird mit der K.O.-Runde, sie hätten momentan, haben sie 5 Siege Rückstand auf den letzten K.O.-Rundenplatz 8, haben aber auch noch 13 Spieltage. Ich glaube aber nicht, dass sie es schaffen. Dazwischen stehen ja noch 10 andere Mannschaften. Heute spielen sie gegen Monaco, die sind immerhin Vierter. Ich denke mal, das wird nichts mehr. Und Bayern München übrigens 13. Na, 2 Siege Rückstand. Ich glaube aber auch nicht, dass das noch gelingt. 20 Uhr Magenta Sport, das kann man auf Magenta Sport wieder gucken. Aber nur mit Magenta Sport, nicht mit Magenta Sport Sport. Und dann zu guter Letzt noch die BBL, die gibt es auch ganz normal nur auf Magenta Sport zu sehen. Die Frankfurt Skyliners gegen die Heidelberger Academics. Das ist um 19 Uhr angesetzt und da haben wir aus dem Abstiegskampf der Liga der 16. gegen den 13. Also auch da, wer Lust hat, kann sich hier einen netten Basketballabend machen, teilweise for free und teilweise for nicht free. Mehr habe ich nicht im Angebot heute. Ist tatsächlich eine Fußball- und Basketballwoche, aber ist okay. Wochenende ist Davis Cup, habe ich vergessen zu erwähnen schon mal, so als Anteaser. Und Wintersport gibt es auch wieder eine ganze Menge, aber jetzt heute.
Was für die Fußball- und Basketballfreunde. Und für die Frühsportfreunde gibt es morgen früh ein neues Video auf diesem Kanal. Seid dabei, schaut rein, ich würde mich sehr freuen und bedanke mich fürs heutige Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.